Alter, Alter, Alter. Alter, Klappe. Alter. Ich wusste nicht, dass ich mir einen Wecker gestellt habe. Holy shit. Heute ist relativ gutes Wetter. Was mache ich jetzt als erstes? Ja, so viele schöne Sachen da unten. Ich glaube, ich mache erstmal meinen PC an. Und mal gucken, was heute ansteht. Kein Plan. Everyday Saturday. Oh Mann. So, nochmal schnell Instagram durchgehen, während hier mein PC hochfährt. Oh. Mies YouTube-Channel wieder natürlich. Ah, Pyro Forever. Wieder Mies YouTube-Channel. Oh. Mr. Pyro-Manager muss wohl gestern ganz schön gefeiert haben. Nice. Aber an mir ist es ja auch nicht vorbeigegangen. Ich meine ja nur, Leute. So, Leute. 1-0 Deutschland und wir schießen Flashbang von Veko. Das hat schon ordentlich gerumst, Leute. Ei, ei, ei. Na gut. So, erstmal meinen Kanal abchecken, ob irgendwas Neues da ist. Holy shit, schon fast 260 Abonnenten. Alter. Ich muss echt mal wieder ein Video machen. Ich meine, mein letztes Video war gestern vor einer Woche. Moment mal. Ich habe richtig viele neue Kommentare, mal gucken. Ich muss mal mehr Boxen machen. Eieiei. Ei, ei. Muss schon sagen. Das Video ist echt schon oft geklickt worden, holy shit. Naja, was gibt's denn hier so? Hä, hey, was? Mach ein neues Video, du Schlingel, oder ich sende dir Papierschnipsel zu deiner Adresse, in denen Hashtag Pyrostuff Army steht. Alter. Nein, bitte nicht, oh Gott. Mach weiter so, Dennis, wir lieben dich. Hashtag Bananen im Po von Dennis. Silvester Tim, was geht mit dir ab? What the fuck? Wann kommt endlich ein neues Video? Hashtag Nero. Ey, ich will mal wieder was von der Bananen-Army hören. Oder von dir hören. Na, der Multipratz-Stil. Wieder ein geiles Video. Schade, dass die Woche aus ist. Du solltest viel mehr Abos haben. Von mir ein Like. Oh, Mr. Bumbum, dankeschön. Hä? Hau mal Tests raus. Büro, Dennis Büro, wir wollen dich sehen. Ich soll also... Okay, Leute. Wenn ihr das wollt, dann mache ich neue Videos. Jetzt. Der Grund, warum ich nicht da war, ist, weil man deine Fußschritte hört. Mann. Lulz! So, Leute! Missgeburt. Ja, es kam jetzt in letzter Zeit fast keine Videos, beziehungsweise gar... Rede leiser mit dem Baum!
So Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Das war scheiße. So Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem Video nach übelst langer Zeit, muss man ja hier mal erwähnen. Ja, wir sind hier draußen in der wunderschönen Natur und es ist verdammt schönes Wetter. Und ich wollte mich nur kurz bei euch entschuldigen, dass es verdammte eine Woche nichts kam. Das lag einfach tatsächlich daran, dass ich größtenteils für meine letzte mündliche Prüfung gelernt habe und ich dort erfolgreich mit einer verdammten 1 bestanden habe. Also Leute, Applaus, Applaus für mich. Und ja Leute, ich wollte mal sagen, also Entschuldigung, werde ich jetzt ein bisschen Feuerwerk zünden, aber erstmal muss es natürlich dunkel werden. Deswegen, ja Leute, bis gleich, wenn es dunkel ist. So Leute, man sieht, meine YouTube-Partnerkräfte haben nicht ganz gereicht, aber es ist wenigstens ein bisschen dunkler. Und wir fangen jetzt gleich direkt mal an und ein bisschen zündeln im Hellen. Mal gucken, wie das dann so aussieht. So, wir fangen ja an mit dem wunderschönen Klabautermann von Keller. So, brauche ich eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Wir zünden den auch jetzt direkt an. Wie gesagt, mag ich persönlich sau gerne. Und los geht's. Wow, what the fuck? Der Stern hat richtig lang gehalten, holy. So Leute, und jetzt die Feuerkreisel von Keller. Ja, viel Spaß. Perfekt gecovert. Dann nehmen wir uns jetzt direkt mal hier noch die restlichen raus und verballern die mal. Und ja, fangen wir an mit einem roten, einem silbernen, der gerade runtergefallen ist. Lol, direkt mal ein Wechsel von einem Brenner. Ich nehme den silbernen hinterher. Ich krieg das nicht hin. Bester Kameramann, EU-West. LOL! Schon hat sich gesehen. Er ist einfach abgehoben. Abgehoben! Oh, abgehoben, Dennis. Dann hier noch den roten. Kann ich nicht sehen. Oh. Der liegt im Gras. Und dann machen wir jetzt noch. Löschen. Den weißen. Also den silbernen. Versteht sich. Die zischen immer ab wie sonst was. Jetzt machen wir hier die Fehlcharge von den Feuerkreise von Feistel. Und ja, wie man das hier wahrscheinlich sieht, ich gehe mal ein bisschen näher ran, haben die hier noch so eine grüne Visco. Fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Wir haben die nämlich vor uns schon mal getestet. Und wie man das wahrscheinlich gleich sehen wird. Ja, auf einmal drehen die sich gut, holy shit. Und da legen wir jetzt nochmal zwei zusammen. Zünden die. Okay, beide. Okay. Der eine hat verkackt. Ne, der eine. Also, sobald die Kamera läuft, sind die mehr oder weniger gut. Hier sieht man, was ich meine. Die brennen einfach so ab. Also, ja. Deine gibt es auch noch laute. Okay. So, Flitze Feuerstein von Weko. Oh, alles klar. Schön den Nike-Bag hier an. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Du bist ein Arschloch. Du Arschloch. Zwei Silberwirbel von Weko. Ja gut, Lulz. Ja. So, mal gucken, ob wir die jetzt anbekommen. Anscheinend nämlich nicht. Ne, okay. Dann machen wir jetzt die Geisterstunde von Keller. In der Hoffnung, die Geisterstunde dreht sich. Ja, sehr schön. Es wird dann natürlich alles anbrennen. Feuerwehrmann Dennis ist zur Stelle. Und das Grande Finale gibt's den Zwergenaufstand. Silber, rote Flamme.
Sehr so schön. Leute, das war's mit dem etwas chaotischen Video. Aber im Endeffekt ist ja trotzdem alles gut gegangen. Auch wenn mein Speicher zwischendrin oft voll war. Aber ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und haut rein, Leute. Und ciao. We'll be right back.